Das ist Ja, wirklich war echt stark. richtig witzig. Danke, Na, bis danke. jetzt. Die Freuds haben eine Reaction auf dich gemacht. LeFloid und die anderen beiden. Ich hab. Fuck, Alter, ich hab die Namen vergessen. Olli und Polster. Wie heißt Polster? Aber nochmal mit Vornamen. Ich hab ihn schon privat getroffen und ihn zu seiner Hochzeit gratuliert. Paul heißt er. Oh mein Gott, lecker. Sag's ihm bitte nicht. Auf jeden Fall, die haben eine Reaction auf mich gemacht. Und ich muss uns aber hier auf die andere Seite schieben, Freunde. Weil die, sonst passt das hier nichts mit den Kameras, sonst haben wir zu viele Kameras. Heißt, wir kommen auch noch hier. Und ja, ich ändere ja schon den Titel. Voll scheiße, dass die Mods den Titel nicht ändern können. Ich habe zum Beispiel eine WhatsApp heute an Anni geschickt und habe mich einfach gewundert, weil ihr Profilbild bei WhatsApp, weil sie da schwarze Haare hatte und meine Anrede war: Yo, Schwarzkopf. Freunde, hallo und herzlich willkommen Okay, top. zurück auf eurem absoluten Lieblingskanal für Alpha-Männer. Wir wollen jedenfalls welche werden und deswegen haben wir uns gedacht, wenn Tim Jacken schon ein Alpha-Tutorial macht, dann Bitte nennt mich TJ, danke. gucken wir uns das an auf unserem Weg zum Alpha-Sein. Wollen wir gucken, dann wer am Ende von uns am Alphasten? alphasten ist? Ja, auf jeden Fall. Actually, habe ich mit George schon mal darüber gequatscht. Ich glaube, Alpha-Männer mögen, wie ich liebe, lebe. Ich glaube, ich wäre für ein. Ich glaube, bei Alpha-Männern bin ich ein Alpha. Actually. Nee, war das mit Georgia? Oder war es mit Nico? Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Excuse me, wir haben 2023. Du musst endlich ein Mann werden. Freunde, heute lernen wir, wie wir Okay. zu einem echten Alpha-Mann werden. Auch die Frauen von euch. Okay. Und die, die es gar nicht werden wollen, tja. Pech gehabt. Denn nur, wenn wir Alpha. Alpha leben, leben wir richtig. Und auch nur so bekommen wir lebenslang Felix Blumerücken. Wenn du einmal Alpha bist, Dieses dann stehe ich hinter Video. dir. Bis Dieses zum Tod. peinliche Video. Also, wie er auch dann zu diesem Boxsack geht und dem so unmotiviert so eine Schelle gibt. Ich Was habe mich glaubt mal ihr, verstanden. wie Alpha, was glaubt ihr, wie Alpha seid ihr? Ich glaube, Alphas würden mich lieben. Ich habe nicht mal verstanden, wie krass er, was er gesagt hat. Das ist schwierig. Ich sag dir, meine Antwort ist Zeta. Wow. Naja, das Problem ist, das geht ja irgendwann wieder los. Du kannst ja auch Sigma sein und das ist krass. Das ist dann nur Klar. mit mehr Natur. Ja, was ist Zeta Habe jetzt? ich schon gelernt. Ja, ist wahr. Alpha-Männer sind die Anzugträger und die mit den Binnisses. Und Sigma sind die ohne Anzug mit mehr Natur. Weiß Omni? Und was ist ohne Anzug, aber mit Binnenses? Der Liver King. Der jetzt wieder stofft übrigens. Hast du das Video Ja, gesehen? wie Sau, ja. Hey, ich Wenn habe ja gemerkt, ich du verliere Alpha bist, 20 bekommst du auch Kilo. direkt alle Bitches. Und mit alle meine ich wirklich alle, weil Frauen teilen sich ja bekanntermaßen die Alpha-Männer. Frauen teilen sich den Alpha Ja. lieber, als dass sie mit einem Beta zusammen sind. Betas bekommen dazu keine Frauen ab. Nee. Die bekommen nur die Alphas. Und das hat auch einen Grund. Und den erklärt uns jetzt Max Mission Maskulin. Bro, wenn das kein Alpha-Name ist. Weiß ich auch nicht. Das ist der Punkt, wo der Beta in der Friendzone gefangen wird und nicht mehr rauskommt. Die gewinnt, ist die Frau. Die bekommt jetzt alle Aufmerksamkeit von einer Beziehung, kann dich an. Und Frauen dürfen nie gewinnen! Das hat er verinnerlicht! Niemals! Niemals! Ist das so? Also, du darfst jetzt nicht außer. Du darfst nicht. Digga, nicht out of Wichtige context. Mit Anmerkung. Ironie hat's nicht jeder so. Ich Und ich schwöre dir, weiß. du bist, Digga, so kurz vor eigenem Sascha-Video. Ja. Den Gag fühle ich. Den Gag fühle ich. Oh, gut, wir machen weiter. Ey, komm, ich muss gerade, ich habe gerade nur sa mit Sarkasmus nochmal die Grundlage, also die er gerade versucht zu schaffen, um sein Argument aufzubauen, ein wenig ad absurdum geführt, weil ich mir denke, wenn das die Grundlage deiner Argumentation, die da jetzt noch kommt, ist, dann hast du jetzt schon verloren. Wir wissen Nee, das. aber war eine wichtige Anmerkung, Olli. Anrufen und sagen, kannst du mir mal anrufen und sagen, kannst du mir mal helfen, die Spinne töten, den Kühlschrank bewegen, damit ich Kuh saugen kann, kannst du mir. Richtig Anruf, am Ende. kannst du mir mal helfen, eine Spinne töten? Okay, Also. guck mal, das kann ich mir noch vorstellen, aber kannst du mal vorbeikommen, den Kühlschrank bewegen, dass ich drunter saugen kann? Hat jemand schon mal so mal einen Anruf bekommen von euch? Ich kann euch. Wurdest du schon mal von irgendjemandem, der nicht deine Frau ist, angerufen? Und da hat jemand gesagt, kannst du mal eine Spinne töten? Nee, aber ich wurde schon mal deswegen, glaube ich, angerufen. Ich kann euch. Aber ich habe sie rausgebracht. Ich bin ein Tierfreund. Aber Mücken werden ehrenlos umgebracht. Sagen, gibt es, kenne ich. Okay. Streng genommen, ja. Schon passiert. Könnte ich dir sogar sagen. Ja, dann komm mal aus der Friendzone, du Beta.
war aber meine Mutter. Und das war, ich war ja, quasi nebenan. Komm mal aus der Friendzone und werd mal zum Motherfucker. Und Mann. Sie hat auch nicht angerufen, sie hat gerufen, glaube ich. Okay, mir bitte ein Ohr ausleihen, damit ich dir volljammern kann, wie sehr das mich die Alphas schlagen. Du bist jetzt einfach die Zeit der Frau. Digga, wer hat ihm wehgetan? Die Zeithure der Frau. Wer hat ihm wehgetan? Ich kack ab. Imagine, Digga. Du willst einfach mal mit einer Freundin chillen, hilfst dir bei ein paar Sachen. Du bist doch emotional für sie da. I mean, ist halt eine Freundin so. Und dann kommt irgendein Internet-Alpha dahergelaufen und meint so, du bist die Zeithure von ihr. Ich kack ab. Gut, machen wir weiter. Jemand anders spricht übrigens nicht nur Deutsch, sondern auch Facts, weil er weiß ganz genau, was wir Männer... Nicht nur Deutsch, sondern auch Facts hat mir gefallen. Dankeschön, dankeschön. Ich fand den auch ganz stabil. Ja. Eigentlich alle wollen. Wie kannst du als Mann glücklich sein? Wie kannst du als Mann dich selber ernst nehmen, wenn sie dich in einer Beziehung nicht jeden Morgen mein Versorger, mein Großmeister nennt? Genau, wie kannst du dich selber ernst nehmen, wenn sie dich nicht jeden Morgen mein Großmeister nennt? Wie geht das denn? Wie ich muss gestehen, ich bin jetzt auch schon gerade ein bisschen enttäuscht, dass mich meine Frau nicht Großmeister nennt. Also actually, irgendwann. Ich werde irgendwann aufwachen und da liegt ein wunderschönes Wesen neben mir. Irgendwann wird sie mich mein Versorger, mein Großmeister nennen. Einfach nur wegen diesem Gag. Und am nächsten Tag gucke ich mir ein paar Ringe an. Also er hat da schon einen Punkt. Ja, Oliver, kannst du dich dann selber ernst nehmen? Ich müsste mal. Übrigens, Freunde, falls ihr es nicht gecheckt habt, das ist ein Satire-Account, ne? Also, ich dachte, das wäre eigentlich klar. Alpha. Ich müsste meine Frau vielleicht auch Gott-Imperatorin nennen. Könnte schon mal nicht Sigma sein, weil er nicht aussprechen kann. Okay, die sind aber hart, die Gangster. Alter, ich muss mir einen Anzug anziehen und Alpha werden. Mhm. Oh Gott. Dann das kurze Kuchen-TV-Video über dich, Minion. Das weißt du aber schon, ne? Digga. Ey, vielleicht haben deswegen alle meine Beziehungen nicht geklappt, weil ich einfach noch nie eine Frau hatte, die mich mein Versorger, mein Großmeister nannte. Und genau deswegen, Freunde, lernen wir jetzt in diesem Video, wie wir zum wahren Alpha-Mail werden, damit wir eben Zugriff zu solchen qualitativ hochwertigen Frauen bekommen. Abfahrt. Frauen stehen auf Männer, die nicht lachen, die nicht grinsen, die nicht einfach nur die Zähne zeigen und freundlich sind. Weil Männer, die nicht... In was... für einer absurden Welt bewegen die sich denn? Ich hab keine Ahnung, Alter. Digga, also wenn das deine Wahrnehmung von Frauen ist, dann... Joker, es gibt ein YouTube-Leute, nicht wundern. Joker, nenn mich mein Versorger, mein Großmeister, du bist gleich gebannt. Weiß ich auch, ich weiß nicht, ob man dir noch helfen kann, Digga. Lachen sind eher gefährlich für Männer. Okay, nicht lachen, nicht grinsen. Ihm ist so popkulturelle Relevanz wie der Joker. Zumindest bekannt. Auch da geht's um Joker. Wild. Nein. Kein gefährlicher Mann. Dann sind wir Alpha. Denn ich hab nur Mimimi verstanden. Okay. Ich kann dich nicht bannen, da sind so Emojis vor. Mods, ihr habt einen Job. Digga, dieser Burger ist viel zu fett, ey. Wie wir alle wissen, The Rock, Beta. Jason Statham, Beta. Beta. Oliver Pocher. Ja, okay. Cristiano Ronaldo, Beta. Ey. Wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich fällt mir nur ein wahrer Alpha ein. Also ich glaube, ich kenne nur eine Person, aber Joker, die wirklich noch nie gelacht hat. Oh Gott, die Schanze. Ich muss sagen, es ist ein starkes Edit. Haben wir uns Mühe gegeben. Und Eminem. Ich glaube, Eminem hat auch noch nie gelacht. Also Fazit bis jetzt, wir sind eigentlich alle Betas, außer Drachenlord und Eminem. Weil wir Spaß am Leben haben und manchmal vielleicht auch lächeln. Und deswegen, wenn du jetzt auch Alpha werden möchtest. Okay, leider habe ich jetzt Drachenem im Kopf. Und Drachenem geht da auch nie wieder weg. Drachenem ist aber auch geil. Ja, okay. Hör auf, glücklich zu sein. Du Loser. Wenn ihr jetzt übrigens Angst habt, depressiv zu werden, weil ihr eben nicht mehr lacht, also I mean... I don't know, wie gesund das ist. Egal, weil als Alpha gibt es keine Depression. Ich sage euch mal eine Sache, Depression gibt's nicht. Depression ist eine Lüge der Matrix. Ah! Depression gibt's nicht. Nimm mal rote Pille, Bitch. Was hat letztes Mal jemand gesagt? Ich bin ein Blue Pill Opfer oder sowas. Fand ich auch stark. Ist ja geil. Ich halte das nicht aus, oh, Mann. Nein! Oh nein! Das ist der Typ mit dem, ich kenne den, das ist der mit dem, wenn du traurig sein kannst, kannst du auch glücklich sein. Der ist das. Den meinte. Oh, warte, das wird geil, ich kenne den. Depression ist nur eine Gefühlslage, okay, wie du dich fühlst. Wenn du dich depressiv fühlst, okay, kannst du dich auch gut fühlen. Weil, wenn du Depression hast,
Ja, Luck. Ja, Digga, doch einfach dein Mindset an. I'm sorry, aber das ist doch ein schwarzer Humorkanal. Nee, der meint es actually ernst. Der meint es actually ernst, natürlich. Oder? Der hat echt ein paar Banger, der kommt noch ein paar Mal vor im Video. Ich würde gerne unser Video. Ey, by the way, Freunde, falls euch dieses Video da gefällt, guckt gerne auf dem Hauptkanal vorbei, weil da gibt es jetzt in Zukunft mehr von solchen Videos. So schon mal nennen, Depression ist eine Lüge der Matrix. Ja, okay, ich hatte aufgeschrieben alle Beta außer Drachenlord, aber das ist auch gut. Nee, Depressionen sind eine Lüge der Matrix, ist wirklich gut. Ja. Depression? Nee, ich hab schon. Achso, du schreibst auf. Geil, ja, mega. PDF. Geil. Weil wir müssen schreiben, Depression ist eins Lüge der Matrix. Eins? Meinst du? Und auch nur Depression und nicht Depressionen. Nee, Depression. Ja. Ich mach eins. Ich bin depressiv raus. Und sage, ich kann nichts dagegen tun. Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Was redest du? Du musst einfach nur dein Mindset ändern und dein Mindset anpassen. Ah, Mindset. Einfach Mindset anpassen. Mindset. Nein. Weil, wie Theo Mindset. Schon sagte, man hat doch gar keine Zeit, depressiv zu sein. Es gibt sowas. Übrigens, wenn ihr Krebs habt, einfach Mindset ändern. Die Depression gar nicht. Das stimmt auch. Als Alpha-Mann musst du übrigens auch Fett-Business machen. Es reicht nicht gut, Geld zu verdienen. Nein. Sei reich, weil sonst bist du einer dieser Betas. Betas. Top-Eigenschaften eines 5-10% Mannes. Vom Mindset her ist er halt Alpha. Ist maskulin, verdient richtig gutes Geld. Mindestens 3 Jahre hintereinander schon. Also kein Lucky Punch mit einem Monat. Karl S. hatte... Hä? Lucky Punch mit einem Monat? Was? Du bist kein Alpha, wenn du einmal im Monat mal gut verdient hast. Hä? Aber in welchem Szenario ist denn das so? Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Ne, in seinem... Trader, verschissen. Nee, Sportwetten, Paul. Sportwetten. Oder einmal im Casino auf Rot gesetzt, Alter. Hey, ich versteh's nicht, Mann. Oh Gott. Übrigens auch noch einen sehr guten Take zu der ganzen Thematik. Und wenn du pleite bist, dann einfach kannst sein. Du per Definition nicht mehr so wirklich männlich sein. Mann, Alter. Das ist ein sehr starken Take. Alter. Mittlerweile mein Lieblingstake aus dem Video. Sehr gut. Der hat wirklich auch alles getoppt, ne? Gibt's KLS eigentlich noch? Ja, aber KLS ist nicht mehr vegan. Er hat jetzt irgendwie gecheckt, so, ja, ist doch nicht so gut. Ja. Ich glaub schon. Imagine, du bist irgendwie so 10 Jahre vegan, aber nicht aufgrund der Tiere, sondern einfach, weil du sagst, es ist besser. Und dann fällt dir auf, es ist doch nicht besser. Stark. Also ich glaube, der lebt noch. Was mehr weiß ich jetzt auch nicht. Unfassbarer Quatsch, das alles ist. Was für ein unfassbarer Beta, Alter. Ja, ich hoffe. Okay. Komm, ich werde nie Alpha, wenn das Alpha ist. Sonst kein Alpha. Ich hab's verstanden. Wichtig ist aber auch, du darfst auch nicht sparsam leben. Das ist dann was anderes. Du musst aufhören, immer jeden Cent zu vergleichen, immer alles zu gucken. Oh, da kosten die Brötchen 20 Cent und da kosten die 40 Cent. Bruder, hör mal auf mit so einer Scheiße, bist du schw***. Bro. Bruder, hör mal auf mit so einer Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr. Ich vergleiche übrigens super gerne Euro-Stückchen immer in der naiven Hoffnung, dass ich so einen griechischen Euro finde aus dem Jahr 2001 oder so, weißt du, die so richtig viel wert sind. Ja, aber warum ist denn das so dumm, Alter? Also ich meine, das ist ja nicht mal irgendwie, also die versuchen es ja nicht mal. Digga, Alter, geh keine Brötchen für 20 Cent kaufen, dann bist du sch*** Dicker. Weißt ja, je teurer deine Brötchen, desto dicker dein Pill. Sparen ist schwul. So. Starke Aussagen, Bro. Alter, was für eine Scheiße. Spitzenvideo-Titel. Okay. Ja, okay. Auch stark, starker Titel. Sparen ist schwul. Alter, ey, was? Mann. Stimmt, Alpha-Matte, Alter. Oh mein Gott, aber stell das Standbild gerade war auch sexy. Stell dir mal vor, du gehst auf ein Date mit einer Frau und du sagst dann zu ihr, ja, wir können jetzt leider nicht in dieses Restaurant gehen, da kostet das Steak 10 Euro mehr. Beim anderen Restaurant kostet das Steak 10 Euro weniger. Komm, wir gehen ins andere Restaurant. Die Frau wird dich so angucken. Genau so? Ja. Was ist mit dem? Kann die Frau dann bitte nicht so viel Bart haben, das wäre ganz gut, danke. Los, ist der jetzt, pass auf. Was ist er? Ist der behindert? Ah, ja. Man muss ein Steak bezahlen. Wenn doch einfach Code E, die anderen Spaß 100%. Okay, aber gelernt, niemals auf den Preis achten, XD. Weil... Das ist nämlich... Cringe. Boah, jetzt schon stressiges Leben, Mann. Wäre ich nicht Alpha, würde ich gerade depressiv werden. Ganz kurz, weil falsche Moneyboy-Zitate mir wehtun. Das ist Homo-Shit. Das kommt auch noch im Video, mein Junge. Stimmt, I'm sorry, ja, du hast völlig recht. Ja. Aber, System gedribbelt,
Die gibt es ja gar nicht. Nicht grinsen. Die gibt es ja gar nicht. Wie geht's weiter? Tipps, wie du gefährlich wirst. Nur für echte Männer. Arbeite im Dunkeln. Ja. Okay. Dann machen wir mal so. So weiter, ne? Stark, Mann. Stark, Olli, stark. Okay. Dazu, Freunde, like mal. Jetzt alle, oder was? Oh. Digga, ich will Alpha werden. Das ist eine Anleitung. Tutorial. Ja. Stark! Oh, okay. Macher! Macher! Oh, alles Gott, Macher! Das wird's nicht. Gut. Jawohl! Komm, ich bin auch Macher. Top. Wir arbeiten im Dunkeln. Richtig scheiß Licht. Aber auch angenehm, muss ich sagen. Schön, schön. Schönes Video hier. Weil sonst bin ich gezwungen, dass mein Alpha-Bro Karl euch verfolgt. Und ihr wisst ja, was er mit Business-Betas macht. Ihr werdet gebannt und ihr werdet juristisch verfolgt und ich verklag euch so lang, bis ihr keinen Cent mehr in der Tasche habt. Weil ihr seid dreckig und ihr sollt mal an euch selber arbeiten. Wollt ihr das? Nicht lachen. Ich weiß ja nicht. Dazu musst du natürlich ins Gym gehen, sonst bist du kein echter Alpha, weil du brauchst mieses Testosteron in deinen Adern. Der Alpha-Coach Blood Red Alpha gibt dazu auch sehr gute Tipps, wie man mehr Testosteron bekommt. Also wirklich wichtig, als Alpha brauchst du viel Testo. Was ich mich halt immer nur frage ist... Olli, du bist mega Alpha. Was eigentlich, wenn ich zu Alpha... Digga, was soll ich sagen? Verbinden, wenn ich zu viel Testo in meinen Venen habe. Anzeichen, dass du zu viel Testosteron hast. Mit so einem bösen Smiley da. Du hast Aggressionsprobleme. Aber ganz ehrlich, wie krass Alpha bist du, wenn du so ein lila Teufels-Smiley benutzt, Alter. Sehr. Probleme, Pickel auf dem Rücken, viel Hunger. Warte mal, Digga, mach doch nicht so schnell. Ich muss da noch abkreuzen. So, zwei auf jeden Fall. Dimmungsschwankungen. Ey, das klingt so mies. Warte. Jetzt war ich auch noch nicht. Jetzt müssen wir gucken. Warte. Ja. Okay. Wo waren alle zu sehen? Da nicht. Du Alpha bin, wenn alle? Ich zu viel Testo in meinen Venen habe. Da. Also das Aggressionsprobleme. Ja. Ja. Nee. Ja, Probleme nicht. Nee, ich habe keine Probleme mit Aggression. Zwei, immer notgeil. Naja. Ja. Ja. Wann machen die da alle ihr Licht an? Ich dachte, ihr werdet Alpha, mein Junge. Ja, drei. Ja. Pickel auf dem Rücken. Übrigens hat er leider verwechselt, das kriegt man nur vom Testosteron reinballern, nicht vom Testosteron nicht. Haben, oder? Zu viel Testosteron ist für Pickel, ich weiß, ja. Nein, ganz gefährlich, was du gerade machst, ist ganz dünnes Eis, weil es gibt die sogenannte Sportakne. Vor allen Dingen im Winter beispielsweise. Ja, das ist nochmal was anderes. Nee, es ist genau das. Viele Leute werden deshalb verdächtigt, irgendwas zu stoffen. Vor allem im Winter, wenn die Sportklamotten im Gym dicker werden. Ja, wenn man nicht direkt nach dem Gym sofort duscht und der Schweiß sich quasi wieder auf die Haut setzt, wird es pickliger. Deswegen, Freunde, immer wenn ihr schwitzt, so viel duschen wie ihr könnt. Schweiß auf der Haut ist nicht gut, erzeugt Pickel, vor allem auf dem Rücken. Weniger atmungsaktiv etc., der Schweiß sammelt sich darin, dann wird was mehrfach getragen, ist schon mal ein guter Herd. Plus, vor allem bei Frauen tatsächlich ein unangenehmes oder für die dann unangenehmes Problem, weil viele Frauen zu dieser Sportakne eben neigen und Männer halt auch. Und vor allen Dingen in den Wintermonaten kannst du das beobachten, kriegen Leute, die regelmäßig wirklich hart ballern gehen im Fitti, kriegen Pickel auf den Schultern und auf dem Rücken. Und werden dann zu Unrecht, können. Und dann heißt es plötzlich, ja lol, guck mal, der stofft, wenn er dann halt im Frühjahr wiederkommt, weil er halt den ganzen Winter über durchgearbeitet hat im Fitnessstudio, aber halt mit Pickeln auf dem Rücken erstmal ankommt, bis so März, April. Aber tatsächlich ist... Du kannst sie auch das ganze Jahr haben, wenn du Pech hast. Tatsächlich ist trotzdem, muss man dazu sagen, ist eine Nebenwirkung von Anabolika, von manchen Anabolika, ist, dass du Pickel bekommst. Ne? Absolut, ja. Absolut. So, deine Haare wachsen schnell, Olli. Fixt. Ja, was sollst du machen, ne? Was sagst du, Paul? Deine Haare wachsen schnell, Olli. Meine Haare wachsen insane schnell, Digga, ja, die Haare, nicht. Die aus meinem Ohr rauswachsen, kann ich einmal die Woche, schneide ich die ab, wieder so lang. Ich habe bis heute Testo nicht King. Ein Brusthaar, also was soll ich sagen? Ne, aber ich kann meine Brusthaare sind stabil, ich trimme die manchmal. Meine Kopfhaare zum Beispiel. Ich bin richtig Beta, dass ich meine Brusthaare trimme. Wachsen auch ultra schnell. Ja. Ja. Das Schlimmste ist, wenn dir die Haare vom Kopf fallen und dann überall festwachsen. Das ist ganz schlimm. Auf der Schulter und im Nacken, kennt ihr, ne? Wie bei so türkischen Puppies. viel Hunger. Sowas von, Mann, sowas von. Geht so. Geht's jetzt so viel um den Part? Der war eigentlich sehr langweilig, fand ich. Ich will wissen, was sie noch zum Video sagen. Der ging mir zu lang. Sorry, Freunde. Stimmungsschwankungen. Ey,
das klingt so mies stressig, ne? Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Dazu, Alter, ist es viel zu dunkel, ihr seht ja, jetzt können wir wieder das Licht wieder an. Stop. Aggressionsprobleme und Stimmungsschwankungen. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Kombi ist. Fick auf die Okay. Keine okay. gute Kombi. Keine gute Kombi. Und dazu, Bro, vielleicht würde eine Therapie ganz gut tun. Aber vielleicht muss der Bre sich einfach mal wieder ausstöpseln. Oh nein, ich hoffe, die checken jetzt, dass der Gag extra cringy ist. Bitte versteht es, bitte versteht es, bitte versteht es. Und um dieser Alpha zu werden, um im Leben zu gewinnen und das zu bekommen, was du tatsächlich möchtest, der Mann zu werden, den du bewunderst, musst du dich ausstöpseln. Ich werde zum Mann, der ich sein will, wenn ich mich ausstöpsel? Yes! Geil! Okay, starker cool. Schnitt, mega geil. Ja. Habt ihr den, ich glaube, ich weiß nicht aus welchem, China, glaube ich. Okay, sie fanden es nicht so cringy. Ich finde den Gag nämlich sau cringy. Habt ihr diesen Typen gesehen, der diesen total krassen, diesen seitlichen Mob, also aus, als wenn der Schlittschuh läuft? So, what the? What the? Der ist so insane. Was ist das geil denn? Ist so, auch wenn du Videos von ihm siehst, ne, er macht das. Ich denke, das ist gefaked, so, aber ist es dann nicht. Dann kommt das Tutorial. Ja, und du verstehst nichts. Und dann macht das nochmal und du denkst. Ach so, ja, dieser Sidewalk. Ja, ja. Wo es so aussieht, als wenn du in der Luft laufen würdest. Der ist sehr stark. Nee, Digga. Geht nicht. Keine Ahnung, Mann. Das ist so crazy. Wie heißt denn das? Ja, Slipback. Also, da schreibt ja einer. Ja, keine Ahnung, Mann. Das ist so krass. Du kennst wieder nicht. Ich suche das mal. Das ist so verrückt. Das gucken wir mal kurz nach dem Video. Gucken wir mal in so einen Clip rein hier. Ja. Das ist crazy. Wisst ihr, was mich richtig fertig macht? Nicht die Tatsache, dass es solche Männer gibt, die sich ins Internet stellen und okay, den Leuten was von Alpha erzählen, um Kohle zu verdienen. Das erschreckt mich nicht, das verwundert mich nicht, das kann ich mir erklären. Auf der anderen Seite, dass es da draußen Menschen gibt, die diesen Scheiß fressen. Da steige ich einfach nicht hinter. Da steige ich wirklich einfach nicht hinter. Das ich kann es erklären. Teenager, die sich nicht dazugehörig fühlen und nicht wissen, wohin mit sich, bekommen wie eine Vaterfigur vorgesetzt, die sagen, hey, wenn du so und so bist, bist du richtig. Weil niemand kann einem Mann mehr heutzutage sagen, wie er sein soll. Ich kann das jetzt gerade nur aus Männersicht sagen. Bei Frauen auch ähnliches Thema, klar. Aber lass uns mal kurz auf die Männer gehen. Es ist tatsächlich schwierig, ein Mann zu sein, finde ich mittlerweile. Weil, das habe ich auch im Netz im Video danach gesagt, so. Irgendwie, man soll irgendwie gefühlvoll sein und Gefühle zulassen. Man soll aber kein Heulsuse sein. Man soll weinen und dies und das. Aber wenn du zu viel heulst, ist auch nicht gut. Du sollst ein Leader sein, so als Mann, so. Aber sollst nicht toxisch sein. Du sollst so viel einfach sein. Du sollst stark sein, aber dann irgendwie auch wieder empathisch. Du sollst manche Sachen einfach verkraften können. Aber emotional, es gibt so, du sollst als Mann so viel sein mittlerweile, habe ich das Gefühl. So viele Leute sagen dir immer, wie du sein sollst. Dann bist du einfach verwirrt als Teenager. Actually, ich wäre mittlerweile so krank verwirrt. Ich war als Teenager verwirrt und es gab das Internet nicht so krass wie heute. Ich war einfach mies verwirrt und wenn dann plötzlich Leute sagen, hey, wenn du so bist, bist du richtig. Und das wird sich ein Vorbild. Jemand gibt dir eine Anleitung, wie du als Mann zu sein hast. Kann ich verstehen, wie man darauf hängen bleibt. Vor allem Leute, die halt nicht wissen, wohin mit sich. Das ist, weiß nicht, da habe ich eine Sperre irgendwie. Ich hatte das auch, bis tatsächlich eine Frau zu mir gekommen ist und gesagt hat, stell dir den absoluten, auch vom Intellekt her, von allem Durchschnittstypen vor. Und dann bedenke, dass 50% der Bevölkerung noch dümmer sind. Ja, der Dau, ja. Und dann dachte ich so, okay. Ja, aber ich weiß, es gibt ja unterschiedliche Formen von Intelligenz. Natürlich gibt es viele Ungebildete, natürlich gibt es viele Leute, die auch wenig soziale Kompetenz haben, aber dass wirklich Leute gibt, die glauben, dass wenn du ein aggressives Arschloch bist, dass Frauen dich heiß finden. Doch, safe. Das ist halt so. Und das Schlimme ist, manche Frauen finden das heiß. Das ist die Scheiße. Und da bin ich auch wütend auf die Frauen. Warum seid ihr so? Es gibt Frauen, die finden das heiß. Ich sehe so auf TikToks, wie irgendwie so ein aggressiver Typ 1000 Chatnachrichten sendet. Warum antwortest du mir nicht, du Schlampe? Oh mein Gott, du bist rausgegangen, um mir Bescheid zu geben. Oh mein Gott, ich hasse dich, du Hure. Und dann ist die Caption, oh mein Gott, wenn er so ist, dann so süß. Ich bin so, Digga, seid ihr scheuert im Kopf, oder was? Sorry.
Das verstehe ich auch bis heute nicht. Ich verstehe nicht, wie man denken kann, dass das der Burner ist. Na eben, da steige ich einfach nicht hinter. Tut mir leid. Das ist so fernab der Realität, Mann. Aber ich sage immer noch, auch wir haben es alle gemeinsam geguckt, it's the JJ-Phänomen. Ja. Ich glaube, also ich weiß immer nicht genau, was es ist, aber es ist unbestreitbar, dass solche Typen zumindest bis zu einem gewissen Punkt in ihrem Leben nicht erfolgreicher sind, weil das ist eine ganz dolle Definitionsfrage, aber mehr Frauen, große, dicke, fette Anführungsstrichen, bekommen als die lieben, netten Typen, die so Marriage Material sind. Tja, kann sein. 100%. Die meisten, ich sag mal locker 80% der Kerle, die ich persönlich kenne, die heute verheiratet sind, glücklich mit Kindern, langfristige Beziehungen, sind nicht die, die früher jedes Wochenende zwei andere im Schlepptau hatten. Ja, safe. Aber da sind wir wieder bei der Frage, wie definierst du erfolgreich in Sachen Beziehung? Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Kommt halt auch immer drauf an, was du willst. Ich will nur geliebt werden, mehr will ich gar nicht. Der Term Pullermann ist bei uns übrigens blockiert. Nicht gut. Auch schön. Finde ich ja sehr. Jetzt machen wir weiter hier. Sehr vulgär. Aber es ist jetzt schon so ein Matrix-Ding wieder, ne? Mhm, mhm. Ja, mit Ausstöpseln. Ich war jetzt was pumpen. Ich habe stabil Geld. Ich habe auch schon mal im Dunkeln gearbeitet. Ich lache nicht mehr, ich habe keinen Spaß mehr am Leben und mein ganzer Rücken ist voller Testopickel. Ich glaube, ich bin bereit, mich Alpha zu nennen. Wie bekomme ich jetzt die ganzen Bitches, die mir zustehen? Hier sind drei Fehler, die du machst, wenn du mit Frauen schreibst. Als Freund, was deren Reaktion ist. Okay, Senpai, lehre mich, was mache ich falsch? Fehler Nummer 1. Du schreibst ja mit Hi oder Hey. Wie hört sich das an? Richtig komisch. Okay, nicht Hi und auch nicht Hey schreiben. Warte, ich muss jetzt wie soll ich denn die denn sonst anschreiben? Wie habe ich die letzten Frauen, mit denen ich geschrieben habe, angeschrieben? Also so im Sinne von Weird Flex, Bro. Pass auf, dass TikTok ein Video über dich macht. Warte kurz. Ich kann es dir genau sagen. Ich habe gerade eben erst geschrieben Hossa, Ausrufezeichen. Ich bin ja eher so der Tü-Lü-Typ. Tü-de-Lü, Alter. Wild. Ich schreibe wirklich ja, ey, oder hey. Das krass ist, aber ich reagiere immer. Klingt jetzt blöd. Wie unfreundlich bin ich denn zum Teil? Ich sag einfach gar nicht hallo. Digga, ich auch nicht. Ich sag nicht. Warte mal, wie habe ich denn heute geschrieben? Ich guck auch mal bei mir. Die erste Nachricht, die ich heute geschrieben habe, ist hey, hey. Ein hey, hey. Ich habe heute erst um 18 Uhr mit Leuten geschrieben. Ich habe vorher nur woanders kommuniziert. Einfach hey, hey. Hallo und ein WhatsApp. Schreibst du, was du willst und fertig. Aber ich habe auch so nicht enden, also so nicht direkt abbrechende, wie sagt man, hier habe ich mal mit Yo mit ganz vielen O's angefangen zu schreiben. Ich habe heute zum Beispiel, ach guck mal, ich habe zum Beispiel eine WhatsApp heute an Anni geschickt. Und hab mich einfach gewundert, weil ihr Profilbild bei WhatsApp, weil sie da schwarze Haare hatte und meine Anrede war, yo, Schwarzkopf, hast du eigentlich schon eine Uhrzeit? Wow. Kritisch, Bro? Verstehe. Okay. Fällt mir gerade so auf. Ich hab gerade festgestellt, yo, ich muss viel öfter das Wort Schwester benutzen. Finde ich voll geil. Ja, Olli, bitte? Ich hab deine Frau mit Hey angeschrieben. Ja, das ist guck die erste, mal. Die erste, die ich finde, wo ich zumindest im Verlauf ein Hey habe. Soll ich Anne mal kurz fragen? Ich finde es so krass, dass die einfach alle so verheiratet sind und Kinder haben. Ob sie das attraktiv fand? Wusst du nicht. Das ist absurd, dass sie einfach alle Kinder haben und verheiratet und so ein Bumsch. Ich schreibe sehr oft Hossa. Hossa. Oh Gott. Hossa. Also ich bin krasser Yo. Ich stelle in erster Linie. Yo sage ich auch sehr oft. Fest, dass wir drei wahrscheinlich keinen Unterschied machen, wie wir einen Mann oder eine Frau anschreiben. Nee, safe. Nee. Ja. Ich würde sogar bis auf ein paar Herzen wahrscheinlich meine Freundin genau gleich anschreiben wie Freunde. Aber nee, meine Freunde bekommen genauso viele Herzen. Nee. Aber ich nur anders geplaced, sagen wir mal so. Schreib echt oft, yo. Was ist mit mir nicht richtig? Yo. Okay, wollen wir mal weitermachen mit dem Video hier, Freunde? Yo, also YO. Ich bin mehr so der, du machst dein Haare rumfliegen. Ja, okay, wir wissen, wie er Leute anschreibt. Weiter geht's. Schauen wir mal. Also, wir schreiben nicht Hi und nicht Hey. Wir sind immer noch ziemlich Alpha. So oder wie? Ey, du Schlampe, zeig mal deine Titten! Ja, okay, also dann werde ich es mal tun. Also, der Typ sah eigentlich stabil aus.
Die ist online, aber antwortet nicht. Jetzt gelesen. Jetzt sie wieder offline. Ah, warte. Ich weiß genau, was man da machen muss. Habe ich nämlich beim Top G gelernt. Scheißegal, warst eh hässlich. Folgendes Problem, Tim. Ja, ich weiß, es ist eine WhatsApp-Gruppe. Ich weiß. Hm? Scheißegal. Nee, er hat angefangen mit A. Und A ist sehr nah an Hey. Ja, okay. Stimmt. Die haben nicht gesehen, dass es eine WhatsApp-Gruppe heißt, die Alice Weidel heißt. Top. Ja. Cringe. Aber okay. Welche Frauen darf ich eigentlich anschreiben? Also darf ich. Aber warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Ja, sie geht doch drauf ein. Warte mal ganz kurz. An wen er schreibt, ne? Also, abgesehen davon, dass er mit Alice Weidel schreibt, was ich schon sehr lustig finde. Ja. Echt schön gemacht ist dafür. Auch mit dem Babygirl, glaube ich, was es da oben ist. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, wir können auch was anderes machen. Und dann diese Nachricht gelöscht. Da ist echt eine Menge Humor drin, Digga. Ja. Danke, Bro. Das war echt stark. Richtig witzig. Danke. Bis jetzt. Top. Ach, dann hat mal Pause, wenn ich wieder starte. Hässlich. Keiner? Ja. Cringe. Aber okay. Welche Frauen darf ich eigentlich anschreiben? Also darf ich alle anschreiben oder gibt es da irgendwie einen Unterschied zu Frauen? Also sind die einen cool, sind die anderen nicht cool? Niemand in deinem Freundeskreis. Boah, das ist jetzt kritisch. Dich jemals wieder respektieren, wenn die herausfinden, dass deine Freundin früher Dorfmatratze war. Und spielt keine Rolle, ob sie heute geheilt ist. Digga, haben die gerade die Freundin von Logan Paul eingeblendet? Geheilt, ist so oder ein falsches Wort. Alter, boah. Was? Alter. Boah, Digga. Okay. Sobald das öffentlich nicht wird, ist es wie so eine Büchse der Pandora, die du geöffnet hast. Und die wird das Leben des Mannes ruinieren. Boah. Hä? Stress. Okay, verstanden. Boah, Chat rastet gerade aus und ich glaube, ich habe es einfach verpasst. Er hat das Wort geheilt benutzt. Ja. Ja, für Maria Magdalena, die heilig gesprochen worden ist, geheilt wurde. Verstehst du das? Verstehe, ich kotze mir ein bisschen in den Mund. Jesus ist auch geheilt. Mhm. Weißt du? Es ist sehr wack. Alle. Mhm. All diese Heiligen sind einfach geheilt. Mhm. Sie darf sich nicht ausgelebt haben, sonst Schlampe. Männer wollen bei Frauen hauptsächlich eines, und zwar Reinheit. Wir wollen Frauen. Ich habe mit dem Halt, mit dem Halt habe ich nicht mehr gerechnet. Ich auch nicht. Weil ich check gerade, was habe ich verpasst? Wir wollen bei Frauen hauptsächlich eines, und zwar Reinheit. Wir wollen Frauen. Ich habe mit dem Halt. Mit dem Halt habe ich nicht mehr gerechnet. Ich auch nicht. Ah, oh mein Gott. Digga, ich muss erstmal diesen Jet. Oh mein. Löscht euch, Alter. Sind, die alles neu mit uns erleben. Nein, Digga, nein. Niemand will das. Es sei denn, du bist 16 oder so, keine Ahnung. Auch dann willst du das nicht, dann nimmst du das in Kauf. Ja, Digga. Du willst eine Frau, die weiß, was sie tut. Ja, ja, bitte. Boah, stell mal vor, du musst sie so beibringen, wie man bumst. Nee, wisst ihr was? Nee, ganz ehrlich, Thema Sex und sowas, egal. Eine Frau, die nicht küssen kann, Digga, Bruder, Stress. Es gibt wenig, was so ein Abtörn gibt, als wenn sie gar nicht weiß, wie man küsst. Oh mein Gott. Was? Aber Flo, oh mein Gott, ich muss so aufpassen, was ich sage. Mann, Leute, ihr müsst verstehen, dass das alles Sarkasmus von mir ist. Jetzt Flo, kommt. Aber ja. Flo. Ja. Ja. Flo, aber wenn eine Frau... Ja, du Jammerlappen. Oh. Wann jammer ich rum? Aber okay. Was geht ab, Ennis? Ja! Viel gefickt hat! Ja! Dann ist sie nicht mehr eng! Dann ist sie so ausgeleiert! Ausgeleiert! Weißt du? Weil das funktionieren muss, Flo! Bifi in Turnhalle! Bifi in Turnhalle! Durch Scheuntor! Ja! Digga, Mann, diese Typen sind alle so verloren! Ich bin mir auch immer nicht sicher. Ganz kurz, Freunde, nur damit ihr nicht den falschen Hals bekommt oder sowas. Es ist auch vollkommen okay, wenn ihr keine Erfahrung habt. Vollkommen okay. Das sollte so nicht rüberkommen. Ist mir aufgefallen. Nur, ich fände es cool, wenn sie das könnte. So, ist nur so Präferenz. Und ist auch okay, wenn ihr halt älter seid und noch nie jemanden geküsst habt oder Sex habt oder was auch immer. Das ist alles vollkommen fein. Also die es wirklich ernst meinen, glaube ich, sind einfach
sind einfach hart von Frauen zu Recht links liegen gelassen worden in ihrem gesamten Leben. Aber von einer Mama ganz, von einer Frau ganz besonders, nämlich ihrer Mama. So wollte ich das sagen. Ich glaube, die Typen, die das übrigens behaupten, haben alle nur kleine Pippis. Kann sein. Das erklären. Wir wollen, dass wir sie beeindrucken, ihnen was beibringen können. Das heißt, wir wollen auch diese Glücksmomente erleben, wenn die Frau etwas mehr oder weniger zu... Oh, ich bin mal gespannt, wie gleich auf dem vielen Joke ersten Mal mit das uns wird erlebt. Es gibt so viele erste Male, die du auch anders haben Ich weiß nicht, ob du eine Freundin suchst oder eine Tochter. Erfahrungen gemacht haben, sie muss unberührt sein, sie muss rein sein und du musst ihr Dinge beibringen und zeigen können. TJ, also wie soll ich sagen? Boah, war der stark. Wir müssen kurz pausieren, wir müssen noch ein bisschen zurückspulen. TJ, Alter, uff. Danke, danke, danke. Nimm ich an. Ja, eigentlich kommen sie, du. Alter, war der gut. Boah, der hat so gekillt, der Spruch. Der geht auch tiefer, als man denkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist gut, Alter. Der Pino-Joke kommt auch noch. Alter, Vater. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Typen, die so über Frauen sprechen, auch alle keine Väter sind. Erfahrung gemacht haben, sie muss unberührt sein, sie muss rein sein und du musst ihr Dinge beibringen und zeigen können. Sorry. Alice Weidel würde es vielleicht nicht sagen, dass Alphas Pädophil sind. Alphas stehen halt scheinbar nur auf Kinder. Top! Aber wie kläre ich mir jetzt ein Mädchen? Es ist echt. Den Joke fandet ihr jetzt nicht gut? Wollt ihr mich verarschen? Das war eine 1A-Referenz an aktuelle politische Geschehnisse. Ich erkläre den Joke übrigens nicht so, wenn ihr es nicht versteht, dann Pech gehabt. Und war gut delivered. Und den lässt jetzt liegen und den davor feiert ihr so krass ab? Okay, interessant. Ich kenne sie alles. Vorher sind nur Jokes. Aber gibt's vielleicht jemanden, der einem anderen Alpha wie mir beibringen kann oder zeigen kann, wie man Mädchen anspricht? Das Wichtigste erstmal für das Ansprechen von fremden Mädchen ist, dass du selbst an dich glaubst. Du brauchst Selbstbewusstsein. Ey, das Ganze ist wirklich kritisch. Aber das ist ja erstmal okay. Ich spüre schon, ich bin schon wieder eins vor Saschka-Video. Aber Gags nicht. Oh, Leute. Das ist nicht ernst gemeint. Aber ich habe noch einen letzten Tipp von unserem Homeboy Bachelor Baby. Den gucken wir uns natürlich auch noch ganz kurz an. Ich habe es mit so einem Chair rumgemacht. Die war so groß wie ich. So eins zu eins so groß wie ich, Digga. Ich habe aufgehört nach so ein paar... Oh, die kennen Bachelor Baby nicht. Oh mein Gott. Oh, Andi Freuds, ey. Fuckt euch mal da rein. Das ist ein lustiges Rabbit Hole. Ich habe so gefühlt, als ob ich mit einem Typ das gerade mache, Digga. Ich dachte mir so, Hölle, nein, Digga, was ist das? Ich war ja gar nicht große Chairs. Okay, Caption unter dem Tick. Mach doch den Gag nicht kaputt. Digga, wenn der nicht unter... Mach doch den Gag nicht kaputt. Bro, du kannst doch nicht in der Pointe stoppen! Das gewesen wäre... In der Pointe! Hätte ich richtig Probleme. Digga, ich feier gar nicht große Chias. Nee, ja, das hätte ich ja verstanden, aber nicht... Digga, ich feier gar Wie kommt nicht man denn auf die... auf diese... Wie schafft man denn da die Transferleistung bei einer gleich großen Frau zu denken, machst mit einem Typ rum? Ich reihe das gerade noch nicht. Weil ich glaube, weil wenn er die Augen zumacht, will er das eigentlich. Ja, das wahrscheinlich sein. Ist es das, ja. Na. Aber der will mir erzählen, dass Lady Dimitrescu nicht heiß war? Der Come on! Ey, ich muss jetzt wieder an dieses geile TikTok-Video denken. Jungs, die Pointe wartet seit... Die ist quasi... Die ist in so einem Geschenk, die Schleife ist schon... Das letzte Tesafilmstückchen hängt gerade noch so dran, bis das Paket sich öffnet. Und da sitzen wir gerade. Boah, das nervt mich gerade richtig. Von dem Typen, der sagt so: Ey, lass mich schon rum mit dem Reden, nervt mich gerade richtig, Scheiße. Alter. Und dann so anfängt, aber so übel rumzumachen mit dem Typen. Weißt du? Ach so, das. Das Ding ist so gut, das ist so gut. Da muss ich immer dran denken. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist ein super lustiges Video. TikTok ist unter 1,75 ist perfekt. Top-Kommentar ist: Schöner Tag, um 1,75,5 zu sein. Okay, nee, aber verstanden. Natürlich ist es nicht lustig, weil ihr gerade 10 Minuten die Pointe versaut habt. Zu große Frauen auch nicht daten, weil das ist nämlich... Homo. Shit. Das ist es ja. Was ich for real immer gefragt habe, ist, warum wollen diese ganzen Alphas mich eigentlich immer bekehren? Also kann ich nicht mein Leben einfach so leben, wie ich selber Bock drauf Nein. habe? Nein. Weshalb wahre Macher in der Gesellschaft sich selten darum reißen, andere ums Verderben bekehren zu wollen. Ja, Bro, dafür versuchst du mich aber ganz schön dolle zu bekehren, eine Alpha-Mail zu werden. Gemeiner nur. Aber wirklich, warum wollen die, dass ich so Alpha werde? Geld. Wie die? Also, I mean, dann haben die nur mehr Konkurrenz. Ah, die leben davon. Die verdienen ihr Geld dadurch. Das ist ja wohl mittlerweile jedem. Wenn man übrigens bei Max Mission Maskulin auf die Seite geht und auf den Link in der Rio klickt. Ich fand diesen Einspieler übrigens sehr lustig. Ich weiß nicht warum. Ich bin so richtig Kategorie laut gleich lustig. Jedem. Wenn man übrigens bei Max Mission Maskulin. Ich bin ein Opfer, ich weiß, Freunde, aber ich finde es...
auf die Seite geht und auf den Link in der Video klickt, dann kommt man zu dieser Seite hier, wie du aus der Matrix ausbrichst und in die Top 10% der Männer aufsteigst. Und wenn man es dann eben wissen will, wie man aus der Matrix kommen möchte, muss man im Jahr 1783 Euro zahlen, um es komplett rauszufinden. Ja, Schnapper, ne? Beziehungsweise 2600 Dollar für irgendwie so einen Discord-Bot und ein paar Live-Events. Also, ja. GG auf jeden Fall. Ja, dann jährlich kündbar ist doch schon mal unwirksam. Ja, das geht gar nicht nach aktueller Gesetzeslage. Nee, nee, geht gar nicht. Na wohl doch, du hast ja so eine Vertragslaufzeit, so eine Mindestvertragslaufzeit. Ja, aber die... ach nee, stimmt, du kannst ein Jahr machen, aber danach... Oh mein Gott, der deutscheste Talk, den ich jemals gehört habe. Das geht aber gar nicht. Du hast doch eine maximale Vertragslaufzeit von einem Monat, die ist kündbar und laut deutschem aktuellen Gesetz. Muss monatlich kündbar sein. Es kann sich zwar um ein Jahr verlängern, aber du kannst monatlich kündbar, kannst du machen. Ja, aber grundsätzlich geht, glaube ich, erstmal. Stark. Okay, kommen wir mal ganz kurz zum Fazit vom Video. Es ist ja mal so mies stressig, ein Alpha-Mail zu sein. Ich habe gar keinen Bock drauf, außerdem stehe ich auch nicht auf Kinder. Ich mache bald übrigens noch ein Video, in der wir halt eben diese Frage hier klären. Warum finden so extrem viele Frauen nicht attraktiv? Warum wollen so extrem viele Frauen auch mehr von mir, als mir teilweise recht ist. Ich finde diese Pause von Karl S. so gut. Falls ihr auch wissen wollt, warum so viele Frauen Karl S. wollen, abonniert gerne rein und wir finden es zusammen raus. Aber abschließend... Ich möchte das unbedingt wissen. Ich möchte eine ganz kurze statistische Erhebung machen bei uns im Chat. Kann bitte jede Frau, die was von Karl S. möchte, eine 1 in den Chat schreiben, bitte. Okay, wow. Ja. Bei mir ist auch keine 1. Du bist ja 3 Einsen. Wir haben zu viele Einsen. Ja, damit habe ich selbst gebumst. Ich finde es auch... Aber abonnieren. Lasst mir rein. Wollen. Mann, das Video war nicht vorbei. Da war noch ein Gag am Ende. Ja, gibt es ein Dislike hier? So, tschüss, 15. Nein. Gebt euch ein Like, danke für die Reaction, Jungs. Ich wollte gerade sagen, wäre cool, wenn ihr mich das nächste Mal verlinkt. Wäre cool, wenn ihr mich das nächste Mal verlinkt unter euren 19 Links. Nur so als Feedback, dass nicht 700 Links da sind und dann ich irgendwo in der Mitte komme. Aber passt schon. Nur als Feedback, wir kennen, glaube ich, gut an, wenn man so Original-Creator fördert. Aber naja, ey, war eine lustige Reaction. Schaut bei den Jungs vorbei, lasst liebe Grüße da. Tschüss.